Werte Kollegen, wir sollten uns an Folgendes erinnern. Der vorgeschlagene DSA ist ja eine Reform der Online-Plattformregulierung in der EU und es geht um unser digitales Habitat sozusagen. Es geht um die alltägliche Verwendung moderner Technologien. Die Kommission beabsichtigt, die E-Commerce-Richtlinie durch diesen neuen DSA zu ersetzen. Und laut der Informationen, die wir bis jetzt gehört haben, plant die Kommission auch den Geltungsbereich zu aktualisieren. Das heißt, ein Höchstmaß an digitalen Dienstleistungen mit zu berücksichtigen, also Werbung, soziale Netzwerke und so weiter. Sie möchten eine strengere Haftung haben, wie beispielsweise das, was auch bei der Urheberrechtsreform verwendet wurde. Man spricht auch davon, dass die Filter transparent und rechenschaftspflichtig sein sollen. Also das heißt, wir werden automatisierte Filter haben. Und man sagt auch, dass man mit den öffentlichen Behörden zusammenarbeiten sollte, dadurch, dass man leichteren Zugang zu personenbezogenen Daten bekommt. Und dann plant die Kommission auch, ein öffentliches Gremium einzurichten, was die Durchsetzung des Rechts überwachen würde. Das schlimmste Ergebnis wäre, wenn diese Pläne dazu führen, dass Online-Plattformen zu Internetzensuren oder zu einer Internetpolizei würden und wodurch dann Upload-Filter hier noch stärker eingeführt werden, wodurch das Recht auf freie Rede ja gefährdet wäre. Also gerade auch der Mittelstand könnte dadurch gefährdet werden, sowie nicht kommerzielle Dienstleistungen. Und Regierungen würden quasi hier dann Spione sein und könnten dadurch die Vertraulichkeit wirklich stören. Im besten Falle jedoch, und das sollte unser Ziel sein, wäre es so, dass schlecht gefasste nationale Gesetze, wie beispielsweise in Deutschland oder Frankreich, ersetzt werden könnten durch ein europäisches Recht, wodurch freie Meinungsäußerung online besser geschützt wird, wodurch soziale Netzwerke und Messenger-Dienste miteinander vernetzt sein könnten. Dadurch könnte der Wettbewerb verstärkt werden und die Wahlfreiheit der Nutzer und auch das Recht, anonym zu sein, das könnte auf EU-Ebene geschützt werden. Freie Rede, Verbraucherwahlfreiheit, Recht auf Schutz der Privatsphäre, Grundsätze eines globalen Internets, all das muss ja wirklich hier der Mittelpunkt sein an der jeglichen Regelung der digitalen Dienstleistungen. Denn, ich sagte es bereits zu Beginn, es geht um unser digitales Habitat. Und deshalb beobachtet die Internet-Community uns ganz sorgfältig und eine der kontroversesten Diskussionen betrifft sicherlich die Hassrede. Da müssen wir beschließen, welcher Ansatz der richtige ist, um gegen diese unethische Nutzung des Internets vorzugehen. Wichtig ist, die Rechtsdurchsetzung zu verbessern, beispielsweise durch die Notifizierung der Behörden, damit diese Hassverbrechen verfolgen können, strafrechtlich. Aber auch non-legislative Bereich, zum Beispiel Unterstützung von Opfern, oder Unterstützung von Initiativen, die Gegenreden durchführen. Also, wie kann man da vorgehen? Ich denke, darüber sollten wir sprechen. Sowohl vor dem Hintergrund des Berichts von Timo Wölken, aber auch unserer Stellungnahmen, die wir zu den Berichten der anderen Ausschüsse abgeben. Denn diese werden wir ja auch verfassen. Da geht es ja darum, wie wir die digitale Zukunft gestalten. Und zwar so, dass Grundrechte gewahrt werden, wie beispielsweise freie Meinungsäußerung, Wahlfreiheit der Verbraucher und das Recht auf Schutz der Privatsphäre. Außerdem müssen wir sicherstellen, dass ethische Leitlinien im Internet gelten, und zwar so, dass sie im Einklang sind mit Grundrechten. Danke.